Falzarego-Pass. Giaopass und Valparola-Pass zwischen Cortina d'Ampezzo und der Val Badia gehören zu den beliebtesten Zielen ihrer Schönheit wegen und sind gleichzeitig geschichtsträchtig und reich an Möglichkeiten. Haben Sie wenig Zeit? Sind Sie nur auf der Durchreise? Nehmen Sie sich eine Stunde. Das genügt, um die Museen des Ersten Weltkriegs zu sehen. Die herzliche Gastlichkeit der Hütten, Bars und Gaststätten zu genießen, die es an der Straße und auf den Gipfeln der höchsten Berge gibt. Alle bieten typische Gerichte, Spezialmenüs für Gruppen, die günstig sind und rasch serviert werden. Es gibt Parkplätze und Informationsstände vor Ort. Kurze Spaziergänge, auch nur 15 Minuten, erlauben die Kriegsschauplätze in der intakten Natur zu besuchen. Die Entfernungen zwischen den Museen sind kurz und man braucht keine besondere Ausrüstung. Ein paar Ratschläge. Fahren Sie mit dem Sessellift rauf, der Sie in knapp 6 Minuten zu den Cinque Torri bringt, wo Sie die perfekt restaurierten Schützengräben und Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg besichtigen können. Zurück im Tal muss man unbedingt zu dem kleinen Sebai de Dornes gehen. Den Legenden nach war er von den geheimnisvollen Anguanes bevölkert, Wesen mit Ziegenfüßen, die dem Gott Silvano dienten. Am Falzarego-Pass können Sie mit der modernen Seilbahn in 3 Minuten auf den 2008 Meter hohen Lagazuoi kommen. In 15 Minuten besichtigen Sie die österreichischen Maschinengewehrstellungen mit Ton, die den Ersten Weltkrieg in den Bergen kommentieren. Ein bequemer Spaziergang führt Sie auf den Gipfel des Lagazuoi, mit Blick auf die Marmolada und die Zillertaler Alpen. In weniger als einer Stunde kann man das Forte Tre Sassi mit dem Kriegsmuseum besichtigen, wo Objekte ausgestellt sind, die den hier kämpfenden italienischen und österreichischen Soldaten gehört haben. Neben der Festung liegt ein bezaubernder kleiner See und die Hütte Valparola. Halten Sie am Giaopass in der Fedare-Hütte mit der großartigen Aussicht auf die Civetta. Von dort geht der Sessellift in 10 Minuten zur Averau-Hütte, deren Terrasse auf die Marmolada und die Tofana Berge blickt. Nur eine Stunde in der Gegend Lagazuoi Cinque Torri? Das wird die schönste Erinnerung bleiben.